oder das. Wie wär's mit gar keinem? Du bist gemein. Du bist gemein. Wenn du immer so vor mir rumläufst. Die Nacht ist ja noch lang. Scheiße! Mann, was für ein Vokabular für den besten Junior-Tennisspieler des Jahres. Johannes, guck doch mal. Ach, das kann Inge dir in 0, nix nähen. Muss ich mich denn wirklich so verkleiden? Ja klar, heute ist dein großer Tag. Alle werden auf dich gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber noch freuen kann. Natürlich sollst du dich freuen. Das ist bestimmt das letzte Mal, dass du dich so auftakeln musst. Das sind die Schattenseiten im Leben meines Mannes. Guck mich an. Hm? Ja. Lisa, beeilst du dich bitte, wir müssen los. Ja. Ach, Papa, hast du mir das Genetikmaterial mitgebracht? Oh, tut mir leid, das habe ich total vergessen. Ich kann es mir auch selber noch besorgen. Du musst es nur sagen. Nein, nein, wieso? Ich helfe dir doch gerne. Warum treffen wir uns nicht Mittwochnachmittag? Bis dahin habe ich alles zusammen, was du brauchst. Okay. Aber ich verlasse mich drauf. Hey, ich bin dein Vater. Und jetzt beeil dich. Ich finde mein rosa Kleid nicht. Das ist doch in der Bügelwäsche, Mäusle. Ich will es aber jetzt anziehen. Oh, klar, aber doch heute nicht mehr. Gleich kommt Nora, dann spielt ihr noch ein bisschen und dann gehst du schlafen. So haben wir es besprochen. Aber ich will mitgehen. Das geht nicht. Das dauert viel zu lange und ist auch ganz furchtbar langweilig für dich. Clara, wir haben das so besprochen. Wir bleiben jetzt auch dabei, okay? Aber dann ist Pivi traurig und ich auch. Also gut. Ausnahmsweise darfst du mitkommen, aber du musst versprechen, dass du mucksmäuschenstill bist, okay? Ja. Gibst du mir jetzt nun das Kleid? Ich muss es nur schnell bügeln. Ups, Inge, ja? Kannst du dir das bitte mal anschauen? Ich hab das zu wissen. Oh Gott, oh Gott. Okay. Nein, erst mein Kleid. Ich will auch fallen sein. Clara? Also wir kriegen das schon alles hin, ja? Clara, du wolltest doch immer ein Sportler sein, oder? Ja. Aber Sportler tragen kein Rosa. Das ist echt cool. Du kannst so gehen, okay? Okay. Komm, hoch. Diese Ehrung soll unseren jungen Sportlerinnen und Sportlern zeigen, dass wir stolz auf ihre Leistung sind. So, als erstes möchte ich unsere Eisenacher Hoffnung im Kunstturnen. Unsere Eisenacher Hoffnung im Kunstturnen auszeichnen. Sie wird demnächst an der Qualifikation zur Europameisterschaft teilnehmen. Donnerwetter, gerade mal 15 Jahre alt und schon auf dem Weg nach ganz oben. Unsere Romy Winter. Diese schöne Eisenacher Ehrenmedaille soll dich auf dem Weg zu deinem Erfolg begleiten. Bitte schön. Die hat ein rosa Kleid an. Ich danke meinem Verein und meiner Trainerin. Aber vor allem danke ich meinen Eltern. Papa, ohne dich wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und das ist dein Verdienst. Danke, Romy. Boah, hat die abgenommen. Das in so kurzer Zeit. Möchte wissen, was die nimmt. Die müssen doch alle Diät machen. Diät, damit schaffst du sowas nicht. Ich wette, die nimmt Appetitzügler. Appetitzügler, die wirklich wirken, sind doch längst verboten, Menschenskind. Jetzt seid ruhig, Pivi kommt gleich dran. Jetzt bitte ich nun den Eisenacher Jugendmeister Tennis, Peter Kleist, zu mir. Ja. Der es Gott sei Dank gerade noch rechtzeitig geschafft hat, diese Ehrung persönlich entgegenzunehmen. So, auch dir viel Erfolg mit deiner sportlichen Laufbahn. Bitte schön. Also, ich wollte danken der Stadt Eisenach. Du musst jetzt auch Danke sagen zu unserer Familie. Clara hat recht. Ich danke auch meiner Familie, weil ohne deren Rückhalt ist ein Sportler nichts. Eure Unterstützung war für mich das Wichtigste. Und dafür danke ich euch. Vielen Dank. Erscheint morgen im Blitz. Jetzt vielleicht in der Bürgermeisterin Promi noch mal gesagt.
schön. Sie, Herr Bürgermeister, würde ich vielleicht bitten, ob Sie dann noch Zeit hätten für ein kleines Interview. Sag mal, möchtest du lieber Wasser oder lieber Apfelsaft? Ich will nach Hause. Clara, du wolltest unbedingt mitkommen. Jetzt musst du noch ein bisschen durchhalten. Aber ich habe Hunger. Gut, dann gehen wir jetzt gucken, was es zu essen gibt. Komm. Tag, Frau Winter. Tag, Dr. Kleist. Darf ich vorstellen, mein Mann Günther. Ach, sehr angenehm. Grüße Sie. Gratuliere zu Ihrer Tochter. Na, Sie können auf Ihren Sohn aber auch stolz sein. Ja, da muss man schon vollen Einsatz zeigen. Wissen Sie, wir sehen das nicht so eng. Hauptsache, Pivi hat Spaß bei dem, was er macht. Spaß hat Romy auch. Stimmt's? Ja, na klar. Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich passe natürlich auf unser Mädchen, war selbst mal Kunstturner. Musste meine Karriere leider abbrechen wegen eines komplizierten Beinbruchs. Ja, verstehe die Tradition und so. Ich muss noch mal auf Toilette. Und wieder? Hat sie Schmerzen? Warum schicken Sie sie nicht zu mir? Ich könnte sie untersuchen. Sie war sowieso lange nicht bei mir. Romy ist in den besten Händen. Unser Sportarzt Dr. Jungblut untersucht die Mädchen regelmäßig. Romy ist völlig gesund. Das ist nur die Aufregung. Aha. Gut. Ich suche dann auch mal meine Familie. Das war ein wunderschöner Abend. Wir können stolz sein auf unsere Kinder. Auf die Großen ganz bestimmt. Was meinst du denn damit? Wir müssen ein bisschen aufpassen, wie wir mit Clara umgehen. Wir dürfen ihr nicht alles durchgehen lassen. Ach komm. Was lassen wir ihr denn durchgehen? Es war klar, dass sie nicht mitkommt. Und sie verzieht einmal ihr Gesicht und du erlaubst es ihr, obwohl ich Nein gesagt habe. Ja, ich kann es eben nicht ertragen, wenn sie traurig ist. Mhm. Das ist ja der Punkt. Das weiß sie und das setzt sie ein. Aber Clara ist doch viel zu klein für sowas. Da kennst du aber kleine Mädchen schlecht. Hey. Es tut mir leid. Aber ich möchte noch ein bisschen alleine sein. Schade. Geh schon mal ins Bett, ich komme gleich nach. Morgen. Was machen Sie denn hier? Ich meditiere. Meditieren? Transzendieren. In einen Zustand ohne Gedanken übergehen. Den Geist in völlige Stille versetzen. Hier in der Praxis? Ja, ich habe eine Baustelle vorm Haus. Das ist zu laut. Deswegen komme ich immer früher. Sie ruhen nicht in sich. Sie sollten es auch mal probieren. Ich kann Sie gerne in die Grundlagen einführen. Sie brauchen bloß 10 Minuten am Tag und dann geht's besser. Nur weil das Telefon klingelt. Ja. Praxis Dr. Kleist, Schwester Nora am Apparat? Ja, einen Moment, er ist da. Hallo. Ja, ich bin's. Ich wollte dich nur daran erinnern, dass wir heute zum Fischen verabredet sind. Ach, Johannes, das ist ganz blöd. Ich muss dringend noch Genetikmaterialien für Lisa organisieren. Ach komm, Junge, das ist jetzt das dritte Mal, dass du knallst. Du musst mal raus. Okay, dann komme ich gleich zum Fluss. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, ich hätte gerne Kaffee. Ich muss unheimlich viel nacharbeiten. Da bist du ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich war endlich mal wieder laufen. Ohne Christian? Ja. Habt ihr Streit? Danke. Streit kann man das nicht nennen. Eher eine Diskussion. Es ist wegen Clara. Ich hab's mitbekommen, du hast dich geärgert. Es ist wirklich schwierig, dem süßen Fratz zu widerstehen. Ja, das weiß ich. Das geht mir genauso. Trotzdem. Ich kann jetzt einen Purzelbaum. Was? Pivi hat gesagt, wenn man keinen Purzelbaum kann, ist man keine richtige Sportlerin. Ach. Soll ich ihn euch mal zeigen? Ja. Ja, gern. Das war super, Clara. Ja.
Das ist ausbaufähig. Ich mache mir wirklich Sorgen, Herr Doktor. Ich hatte als junges Mädchen auch oft Blasenentzündung. Und wenn das chronisch wird... Was sagt denn Dr. Jungblut dazu? Dem hat Romy nichts gesagt über ihre Beschwerden. Ja, weil es wirklich nicht so schlimm ist. Heute Morgen war es schon wieder besser. Naja, wir haben ja gleich das Ergebnis des Urintests und dann werden wir sehen, was los ist. Ist positiv. Schicken Sie doch eine Probe ins Labor und lassen eine Kultur anlegen, ja? Tja, Romy, du hast auf jeden Fall einen bakteriellen Harnwegsinfekt. Das sehe ich hier ganz deutlich. Ich wusste es. Es ist aber kein Drama. Ich verschreibe dir ein Antibiotikum, das nimmst du 3 Tage. Wichtig ist, dass du viel und regelmäßig trinkst. Und auf keinen Fall überanstrengen. Aber ich muss doch trainieren. Romy, das sind 3 Tage. Dann kommst du zur Kontrolle und bist fit für die Qualifikation. Ja, gut. Als du Scharlach hattest, da hast du das Penicillin eigentlich ganz gut vertragen. Und ansonsten hast du ja keinerlei Allergien gehabt, oder? Das hat sich auch nicht geändert seit dem letzten Besuch. Nein, sie ist im Prinzip kerngesund. Nimmst du Medikamente? Nein. Bist du sicher? Überleg mal, manchmal denkt man nicht dran, was man so alles nimmt, gerade als Sportler. Sowas kommt bei uns nicht in Frage. Romy nimmt nur Vitamine. Na, hoffentlich nimmt sie nicht nur Vitamine. Du isst doch auch richtig, oder? Ja, das tut sie. Nur gesunde Sachen, ich achte sehr darauf. Ich verbrenne halt gut. Da habe ich Glück. Herr Doktor, können Sie mal bitte kommen? Ach, hey. Gut, also wie gesagt, Anfangsdosis sind 2 Tabletten, danach alle 8 Stunden eine. Wir sehen uns in 3 Tagen zur Kontrolle. Und wenn sie das Präparat nicht verträgt, dann rufen Sie mich an. Ja? Danke. Tschüss. Na, siehst du, das kriegt man ganz leicht in den Griff. Sag mal, kannst du mir irgendeinen Tipp geben, was ich Ihnen zum Geburtstag schenken kann? Immer wenn ich Sie frage, kommt die Antwort, sie hat schon alles. Also, ich... Keine Ahnung. Ich hasse das. Du weißt ja, wie Frauen sind. Sie erwarten, dass man ihre Wünsche erahnt, anstatt sie einfach auszusprechen. Und wenn man dann das Falsche macht, dann schnappen sie ein. Das ist doch... Also... Stimmt. Was ist mit dir, mein stummer Fisch? Nichts, aber ich habe mich wirklich darauf gefreut, mal in Ruhe zu schweigen. Ja, das ist ja auch recht. Dafür ist das Fischen ja auch eigentlich da. Darf ich dich morgen abholen? Dann setzen wir unsere Diskussion fort. Ich kann es kaum erwarten. Aber ich möchte nicht noch reden. Wir müssen überhaupt nicht reden. Gehen Sie doch schon mal vor. Ich komme sofort hinterher. Na, schöne Frau, bereit? Hallo. Theoretisch ja, praktisch nein. Ich muss hierbleiben. Wieso denn? Der liebe Herr Bürgermeister hat eine Pressekonferenz beim Turnertraining angesetzt. Der Blitz macht eine Fotoreportage über Romy. Eine junge Eisenacher Turnerin auf dem Weg zur Qualifikation. Ich hab doch gesagt, sie soll nicht trainieren. Ehrgeizige Eltern. Komm, ich schau mir das auch an. Was machst du denn für Sachen? Ich hab dir doch gesagt, du sollst dich ein paar Tage schonen. Das war doch aber nur für die Fotos. Ja, aber du hast Schmerzen, das sehe ich doch. Ich bekomme meine Tage. Da hab Entschuldigung, ich das Doktor, ich muss mal ganz kurz dazwischen. Also, ich... Okay, ich stelle mich hier nach vorne, ja? Romy, entschuldige, kannst du diese Übung für mich noch machen? Ja? Danke. Komm, wir fahren. Es tut mir leid, aber solange die Presse hier rumläuft, kann ich nicht weg. Außerdem ist heute Elternabend. Ich komme nicht zum Essen. Ah, naja. Es war schön, fast mit dir geredet zu haben. Fand ich auch. Heute Abend neue Chance? Ja.
Okay. Ah, Schatz. Ah, du, Papa, diese Scheißkette geht nicht rein. Kannst du mir bitte mal helfen? Nee, gleich. Hier sind alle deine Unterlagen für das Genetikreferat. Nimm schon mal, ich komme dann gleich. Und womit soll ich anfangen? Keine Ahnung, habe ich selber noch nicht geguckt. Wie? Ich denke, das hast du schon gemacht. Wir machen es doch gleich zusammen, Schatz. Hm? Lass mal, das kann ich auch allein. Ich wünschte, ich hätte auch mal ein richtiges Problem. Mensch, Lisa, jetzt sei doch nicht so. Mir ist was dazwischen gekommen. Ich habe doch den ganzen Abend frei. Papa. Liest du mir was von dem kleinen Bär vor? Später, mein Schatz, ja. Papa, nein, kommst jetzt. Du? Clara, ich lese dir was vor, wenn du schlafen gehst, ja? Ich habe aber schon so lange auf dich gewartet. Ich kann jetzt aber nicht. Du bist ein böser Christian. Komm, lass uns ein Bier trinken gehen, ja? Du siehst doch, was ich noch alles tun muss. Ja, eben deshalb wollte ich mit dir reden. Das ist lieb von dir, aber jetzt ist erstmal Lisa dran. Jetzt hilf doch mir erstmal! Mann! Spinnst du, sag mal? Heute Abend, 9 Uhr, Stadtschenke, ich warte. Mann, Mann. Du musst was ändern in deinem Leben, Junge. Wie ist mit dir? Willst du jetzt auch eins? Ja, gut, aber nur ein Abschlussbier. Okay, zwei kleine Abschlussbier, bitte. Danke. Du willst es zwar immer nicht glauben, aber auch für dich hat der Tag nur 24 Stunden. Mensch, dann sag mir doch mal, was ich anders machen soll. Regeln, Zeitmanagement, auch mal Nein sagen können. Und um Hilfe bitten, auch wenn es dir schwerfällt. Wir sind doch eine Familie. Die Sache mit Lisas Referat zum Beispiel, die kann ich doch übernehmen. So viel Grips habe ich allemal noch. Ja, aber vielleicht geht es ja auch so ein bisschen um meine Zuwendung. Ja, natürlich, aber sieh's mal pragmatisch. Lisa ist Klassenbeste. Sie will ein Einser-Abitur machen. Das ist ihr Problem, nicht deins. Dafür musst du dich nicht stundenlang durch Genetikmaterialien wühlen, wenn du keine Zeit hast. Danke. Dankeschön. Was ist mit dir? Günther! Mama? Ja? War mir so schlecht. Günther! Sag mal, habt ihr jemals wieder übers Heiraten geredet? Nein. Marlene fängt von sich aus nicht an und sie hat mir nie eine richtige Antwort drauf gegeben. Entschuldige. Ja, Kleist hier? Frau Winter, hallo. Was? Ja, ich komme sofort. Ich muss sofort zu Romy, hier geht's nicht gut. Hast du Notdienst? Mm-mm. Aber ich verstehe dich, aber das ist genau, was ich meine. Du musst auch mal abschalten, sonst gehst du kaputt. Ja, aber Ihr Zustand hat mir heute Nachmittag schon nicht gefallen. Ich mache mir wirklich Sorgen, also. Ja, ich verstehe dich. Aber... Tut es weh? Ein ganz kleines bisschen bloß. Aber ihr Antibiotikum hat sie genommen. Ja, und bis jetzt sehr gut vertragen. Also morgen früh lässt es bitte mal weg. Und Sie kommen als erstes mit ihr in die Praxis. Ich brauche auf jeden Fall die Blutwerte. Vorher kann ich gar nichts machen. Und dir gebe ich jetzt erstmal was gegen die Übelkeit. Und dann kannst du ein bisschen schlafen. Ja? Hier, davon geben Sie bitte 10 Tropfen. Und wir sehen uns dann morgen in der Praxis. Sollte doch irgendwas sein, fahren Sie bitte gleich in die Klinik. Klinik? Nur weil ihr schlecht ist? Herr Winter, ich möchte Ihnen den dringenden Rat geben, sich künftig an ärztliche Anweisungen zu halten. Ich hatte Ihnen gesagt, dass Rommel sich 2-3 Tage schonen sollte und davon wäre die Welt nicht untergegangen. Ihre Tochter ist deutlich überanstrengt. Guten Abend. Ich bringe Sie zur Tür. Danke, ich finde selbst hinaus. Konntest du diesen Pressetermin nicht verschieben? Nein, natürlich nicht. Was für ein Wichtigtuer. Wie bitte, was redest du da? Der Mann hat doch keine Ahnung. Ich gehe mit Rumi morgen zu Dr. Jungblut, der hat uns immer geholfen. Dr. Kleist ist ab sofort nicht mehr zuständig, nur damit das mal klar ist. Aber er kümmert sich doch rührend und ist sofort gekommen. Und hat nach Bier gerochen? Er war nicht betrunken. Nora, hat Frau Winter sich gemeldet? Nein. Hallo. Sehr merkwürdig. Ich bin gleich bei Ihnen, ich muss noch mal schnell telefonieren. Ja. Danke. Hallo Frau Winter, Dr. Kleist hier, ich grüße Sie. Sagen Sie, wollten Sie nicht heute Morgen mit Romy kommen? Mein Mann will, dass Dr. Jungblut Sie weiter behandelt. Er ist mit ihr dort, das geht ja sehr schlecht. Oh Gott, was hat sie denn für Symptome? Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Sie ist nicht mehr Ihre Patientin. Praxis Dr. Jungblut ist am Apparat, es ist dringend.
War das Romy? Was ist denn passiert? Tag, Herr Kollege, ja. Ich habe die Kleine sofort in die Klinik angewiesen. Ich fürchte, wir haben hier ein beginnendes Leberkoma. Leberkoma? Die Symptome sind eindeutig. Ikterus, der Druck im Unterleib, Ammoniakgeruch, leichte Gelbfärbung, Apathie, pünktchenförmige Einblutungen in der Haut. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe sie heute Nacht untersucht, da hatte sie eine Blasenentzündung. Okay, vielleicht war ihr ein bisschen schlecht, weil sie ihre Periode bekommt, aber... Wahrscheinlich hat sie angelogen, damit sie nicht krankgeschrieben wird. Ja, aber ein Leberkoma. Kann es sein, Herr Kollege, dass Sie bei der Anamnese irgendwas übersehen haben? Frau Winter? Wie geht es ihr? Wir tun alles Menschenmögliche. Sie ist jung. Ihr Körper wird bei der Heilung mithelfen. Und wenn nicht? Dann gibt es immer noch die Möglichkeit einer Lebertransplantation. Wenn sich Ihr Zustand in den nächsten Tagen nicht bessert, werden wir das Transplantationszentrum informieren und... Gehen Sie bitte einen Moment raus. Es sieht nicht gut aus, Christian. Es gibt Komplikationen bei Roman. Schwellung des Gehirnes, zusätzlich Blutung aus dem Magen-Darm-Bereich. Sie ist nicht ansprechbar. Oh Gott. Eine viral bedingte Hepatitis können wir ausschließen. Vielleicht eine Allergie auf das Antibiotikum. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich habe bei der Anamnese alles abgefragt. Das ist doch immer wahr. Wir müssen sie erst einmal durchkriegen. Tut mir aufrichtig leid. Ich habe im Moment auch keine Erklärung dafür, was mit Ihrer Tochter passiert ist. Aber ich kann Ihnen versichern, dass sie bei Dr. Berg in den allerbesten Händen ist. Selbstverständlich bleibe ich auch hier. Gibt es irgendetwas, das ich für Sie tun kann? Gehen Sie. Ich möchte wirklich nur helfen. Helfen? Sie? Bevor Romy dieses Medikament bekommen hat, war sie vollkommen in Ordnung. Warum mussten Sie sich uns aufdrängen? Geben Sie sich zu, Sie wollten neben Romy im Mittelpunkt stehen, deswegen wollten Sie sie auch unbedingt behandeln. Habe ich recht? Hören Sie, ich kann mir vorstellen, dass Sie... Ich werde dafür sorgen, dass Sie nicht weiter praktizieren dürfen. Ich informiere die Presse. Ich hänge Ihnen einen Prozess an den Hals. Das ist keine Drohung, Herr Dr. Kleist, das ist ein Versprechen. Und jetzt verschwinden Sie. Wagen Sie ja nicht, sich wieder hier blicken zu lassen. Jetzt haben wir alles durch. Und hier haben wir unsere Struktur. Super. Ich habe gar nicht geahnt, wie spannend Genetik ist. Ich nehme mir also diese drei Artikel vor und mache daraus ein Exzerpt für den Mittelteil. Mhm. Kleist. Entschuldigung, hier ist Nora. Ich wollte mal fragen, ob Dr. Kleist zu Hause ist? Nee. Was ist denn? Naja, er war heute ganz komisch. Er ist heute Morgen gleich zu Dr. Jungblut gefahren und dann hat er mich angerufen, ich soll alle Patienten wegschicken und die Praxis zumachen. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und auf seinem Handy ist er nicht erreichbar. Wissen Sie, was er bei Dr. Jungblut wollte? Nein, aber ich glaube, es ging um Romy Winter. Ich versuche mal, ihn zu finden. Tschüss. Ich fahre bei den Winters vorbei. Ich weiß, wo die wohnen. Vielleicht ist er ja darum behandelt, Romy. Sobald ich was weiß, melde ich mich, Johannes. Ja. Damit wir uns richtig verstehen, es geht hier um mehr. Es geht um die Pflicht, einen inkompetenten und gefallsüchtigen Mediziner unschädlich zu machen. Welcher Artikel unserer Zeitung wird Dr. Kleist sicherlich sehr in Bedrängnis bringen. Ja, das will ich aber auch stark hoffen. Da ist er ja. Dr. Kleist, haben Sie eine Erklärung dafür, warum Romy Winter seit Ihrer Behandlung in ein Leberkoma gefallen ist? Sag nichts.
Geh sofort ins Arztzimmer. Sie antworten nicht. Dürfen wir das als ein Schuldeingeständnis werten? Meine Herren, im Interesse unserer Patienten muss ich Sie bitten, sofort diesen Bereich zu verlassen. Können Sie uns etwas über den Zustand von Romy Winter sagen? Kann sie wieder gesund werden? Es gibt keinerlei Anlass, ärztliches Fehlverhalten zu vermuten. Romys Zustand ist ernst, aber stabil. So viel kann ich Ihnen sagen. Und bitte, gehen Sie jetzt. Habe ich mich nicht deutlich ausgedrückt? Was hat Ihr Dr. Kleist verschrieben? Wenn Sie nicht augenblicklich gehen, mache ich von meinem Hausrecht Gebrauch. Das ist ja wieder typisch. Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Ich werde das nicht zulassen. Ich lasse das nicht zu! Christian, was ist denn passiert? Romy wird vielleicht sterben. Was? Es kann sein, dass ich dran schuld bin. Wie kommst du denn darauf? Es schien alles ganz einfach. Ein Antibiotikum gegen eine Blasenentzündung, aber ich muss irgendetwas übersehen haben. Ich weiß noch nicht was. Kann ich dir irgendwie helfen? Marlene, diese Reporter da draußen, die werden auch zu uns nach Hause kommen. Du musst die Familie schützen. Ja. Ich bleib hier, bis ich Gewissheit hab. Aber Schatz, das ist doch Wahnsinn. Du kannst doch hier gar nichts tun. Geh jetzt. Bitte. Bitte. Ja, so ist die Situation. Diese Pressemenschen können jeden Moment auftauchen. Inge, tust du mir einen Gefallen und nimmst Clara mit zu dir nach Hause? Ich möchte, dass sie auf gar keinen Fall irgendetwas davon mitbekommt. Danke, du bist ein Schatz. Und sag den Kindern, sie sollen nicht ans Telefon gehen, den Anrufbeantworter anmachen. Ja, okay. Reporter sind weg. Ich kann nicht. Nicht solange Romy in kritischem Zustand ist. Bitte verzeih. Frau Holstein. Wenigstens Sie sollten schlafen und Ihre Kräfte schonen. Ja, ich weiß. Ich mache mir solche Sorgen. Hat Christian wirklich einen Fehler gemacht? Nach menschlichem Ermessen nicht. Jedes Antibiotikum kann so eine Reaktion auslösen. Das weiß Christian. Auch wenn es unter Tausenden von Fällen nur einmal vorkommt. Es kann eben vorkommen. Und damit haben wir es anscheinend zu tun. Machen wir nur das Haus. Dauert ja ewig. Dr. Kleister, können wir mit ihm sprechen? Verschwinden Sie. Warum versteckt sich Dr. Kleist, wenn er ein reines Gewissen hat? Wir reden nicht mit Ihnen.
Er ist völlig am Boden zerstört. Er will nicht mal mit nach Hause kommen. Das geht nicht gegen dich. Papa kann es nicht ertragen, wenn man ihn trösten will. Das ist doch schrecklich. Du hast doch uns. Das wird schon wieder. Das ist schlimmer als erwartet. Draußen stehen wieder die Reporter. Hast du Nora Bescheid gesagt? Ja, er lässt die Praxis heute geschlossen. Es tut mir leid, aber ich muss euch das zeigen. Nein. Ich fahre jetzt in die Klinik und ihr geht am besten heute nicht aus dem Haus. Sie wollen ihn fertig machen. Christian, bei allem Verständnis, du kannst hier nicht bleiben. Wenn doch, erwischen sie dich irgendwo, das kann ich gar nicht verhindern. Wie geht's, Romy? Unverändert. Aber auch nicht schlechter. Nur ihre Herzfrequenz macht uns Sorgen. Ungewöhnlich hoch, gar nicht erklärbar für ein so durchtrainiertes Mädchen. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja, ich gehe schon. Am besten durch die Pathologie. Den Ausgang kennt keiner. Geh in deine Praxis und beruhige deine Patienten. Benimm dich normal. Das ist das Beste. Mein Mitgefühl gilt natürlich in erster Linie unserer Romy und ihren leidgeprüften Eltern, nicht wahr? Selbstverständlich bin ich jederzeit bereit, Ihnen in diesen schweren Stunden zur Seite zu stehen. Werden Sie die Winters unterstützen, falls es zu einem Prozess kommt gegen Dr. Kleist? Falls es soweit kommt, ja. Wissen Sie, ein so ungeheurer Kunstfehler, der darf einfach nicht passieren. Jetzt entschuldigen Sie. Danke. Okay, komm. Johannes? Was bist du bloß für ein opportunistisches Arschloch? Contenance, mein Lieber, ja? Ich bin genauso betroffen wie du. Herr Bürgermeister, ich muss Sie leider informieren, dass auf der Station striktes Besuchsverbot herrscht. Ich nehme an, Sie werden das verstehen. Aber selbstverständlich, natürlich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich auf dem Laufenden halten, ja? Ich nehme an, Sie können der Presse täglich alle wichtigen Details entnehmen. Natürlich. Tja, dann will ich die Herren auch nicht weiter aufhalten. Bist du noch hier? Ich habe ihn in seine Praxis geschickt. Tun Sie was. Er darf sich da nicht so reinsteigern. Dr. Kleist ist hier gerade reingegangen. Wo ist er hin? Ist der, der ist schon durchgegangen. Ah, danke. Entschuldigung. Du bist ein Mensch. Kein Übermensch und kein Gott. Du musst akzeptieren, dass es Tragödien gibt, die du nicht verhindern kannst. Ja. Das muss ich wohl akzeptieren. Es ist vielleicht der schwärzeste Moment in deinem Leben seit Susannes Tod.
Und doch ist es damals weitergegangen, weil du eine Familie hast, die dich liebt und die du liebst. Und eine wunderbare neue Frau. Ich weiß, dass du dich schuldig fühlst. Aber hast du dir mal überlegt, wie wir alle uns fühlen, wenn du glaubst, du musst das mit dir allein ausmachen? So das Gefühl, dass ich nichts mehr mit ganzer Kraft tun kann. Es gibt immer irgendetwas, das genauso wichtig oder wichtiger ist. Ich fühle mich so zerrissen zwischen allen Stühlen. Und ich mache Fehler. Das macht jeder, der nicht allein lebt. Ja. Aber bei einem Arzt hat ein Fehler andere Konsequenzen. Du hast auch in diesem Fall keinen Fehler gemacht, Christian. Das sagt auch Dr. Berg. Danke, dass du gekommen bist. Na, du weißt doch, jede Gelegenheit, die Schule zu schwänzen, ist mir recht. Hey, na? Papa. Hallo. Geht's euch gut? Tag, Dr. Kleist. Hi, Sarah, grüß dich. Kaffee? Gern. Heißt, es ist alles wieder gut? Das hoffen wir. Aber vielleicht gehen wir schweren Zeiten entgegen. Sehr, sehr schweren Zeiten. Aber wir haben ja uns. Aber Romy wird doch wieder gesund, oder? Ja, das hoffen wir. Sag mal, was hast du eigentlich damit gemeint, als du gesagt hast, Romy nimmt was, um dünn zu bleiben? Ja, Schlankheitspillen. Schlankheitspillen? Was sind für Schlankheitspillen? Ja, also im Moment kursieren so chinesische. Die sollen ganz toll wirken. Ich hab doch extra gefragt, ob Romy was nimmt. Na, das würde sie nie zugeben. Die sind verboten und die bekommt man nur illegal. Jetzt reicht's. Ich rufe Johannes an. Wechselgeld. Vielen Dank. Frau Weber, wo ist eigentlich die Apothekerzeitung vom letzten Monat? War da nicht so ein Artikel über chinesische Schlankheitsmittel drin? Ja, den habe ich auch gelesen. Das war vorletzten Monat. Die habe ich schon abgelegt. Wollen Sie die Dinge etwa bestellen? Nee. Neulich hat er Mädchen danach gefragt. Kannten Sie die? Nein, ich habe ihr nur gesagt, dass wir die nicht führen und dass sie es besser lassen soll wegen der Nebenwirkungen. Können Sie mir einen Artikel mal raussuchen? Ja, dauert nur ein bisschen. Ja. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich bräuchte dringend was gegen Erkältung. Schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Davon willst du doch noch ganz viele gewinnen. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben, oder? Der Zustand der Leber ist stabil. Das gibt Anlass zur Hoffnung. Entschuldigung. In den nächsten 2 Tagen entscheidet sich, ob Romy es von sich aus schaffen wird. Und für den Fall der Fälle haben wir alle Daten schon an das Transplantationszentrum übermittelt. Es gibt wirklich Anlass zur Hoffnung. Und ihr Herz? Wenn wir herausfinden, was das Herzrasen auslöst, bekommen wir das auch in den Griff. So, jetzt habe ich's. Hier, die als rein pflanzlich bezeichneten Kapseln enthalten oft den nicht angegebenen gesundheitsschädigenden Wirkstoff Nitrosophenfluramin. Dieser Wirkstoff führt möglicherweise zu akutem Leberversagen. In einigen Präparaten ist auch Ephedrin enthalten, das zu schweren Herzrhythmusstörungen und Kreislaufproblemen führen kann. So. Das ist es. Dann fahr an die Klinik und frag die Eltern. Ach, selbst wenn sie es genommen hat, haben die doch keine Ahnung davon. Das stimmt. Außerdem würde sie es aufregen. Ich weiß, wie man an das Zeug rankommt. Kannst du das besorgen? Ja. Das will ich nicht gehört haben. Wie schnell? Ein paar Stunden. Gut.
Dann können wir eine Analyse machen und gucken, was da noch für ein Dreckszeug drin ist. Hey, ich bin sicher, die hat Romy genommen. Das Ephedrin würde die Herzproblematik erklären. Das hilft uns sehr für den Behandlungsansatz. Danke, Christian. Keine Ursache. Hauptsache, Romy wird wieder gesund. Ja. Und plötzlich war der kleine Bär ganz alleine im Wald. Ihm wurde Angst und Bang, weil er so weit weggelaufen war. Und traurig dachte er an seine Familie. An seine Mama, an seinen Papa und an seine Brüder, die sich bestimmt ganz viele Sorgen machten. Und... Momentchen, Clara. Kleist. Marius. Echt? Gott sei Dank. Ja, ich danke dir, das ist wunderbar. Ich komme dann vorbei. Meinst du, weil der kleine Bär Angst hat? Er findet doch wieder nach Hause. Ich meine vor Freude, mein Schatz. Kann man denn auch vor Freude weinen? Sag, wann ich endlich wieder trainieren kann? Also erstmal wollen wir dich gesund und munter mit nach Hause nehmen, dann sehen wir weiter. Ich hoffe, ich störe nicht. Draußen wartet Dr. Kleist, der würde gerne mit Romy sprechen. Habe ich nicht gesagt, dass ich den Mann nicht mehr sehen will? Er kann froh sein, wenn ich ihn nicht verklage. Günther. Herr Winter, ich betone nochmals, dass Dr. Kleist keinen Fehler gemacht hat. Er würde gerne seine Patientin sehen. Also gut, dann soll er reinkommen, aber nur kurz. Hey, ich habe gehört, dir geht's wieder besser und du darfst wieder was essen. Ich habe dir was mitgebracht. Lecker, danke. Darf ich mit dir reden? Ich habe mir die ganze Zeit den Kopf zerbrochen, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob du vielleicht mir oder uns was verschwiegen hast. Wie meinen Sie das? Ich möchte eigentlich nur wissen, ob du vielleicht heimlich was genommen hast. Zum Beispiel ein Mittel, damit du nicht zunimmst. Romy, du musst mir das sagen. Weißt du, solche Mittel schädigen manchmal die Leber und das Herz. Und wenn dann noch ein Antibiotikum dazukommt, dann kann das sehr gefährlich werden. Die Traudel hat's mir gegeben. Ein Naturheilmittel aus China. Das ist rein pflanzlich. Um Gottes Willen, Kind. Warum hast du uns denn nichts davon gesagt? Weil Papa streng verboten hat, dass ich irgendwas nehme. Wegen Doping und so. Aber ich habe immer so einen Hunger gehabt. Und die Traudel meint, ich kann dann alles essen, was ich will. Und das stimmte auch. Guten Tag. Hallo, Uri. Ich überbringe dir die allerherzlichsten Genesungswünsche der ganzen Stadt. Wir freuen uns alle, dass du wieder gesund wirst. Trotz der großen Gefahr, in der du warst. Herr Dr. Kleist, es tut mir leid. Romy hat aus Versehen das falsche Medikament genommen und... Das wussten wir nicht und das war der Auslöser der Krankheit. War ja auch schlecht vorstellbar, dass Kleist etwas falsch macht, nicht wahr? Nun ja, wir haben wohl alle ein bisschen überreagiert in großer Sorge um Romy. Aber ich bin sicher, Dr. Kleist hat Verständnis dafür. Ja, hier. So, bitte hier. Danke. Damit geht das Glas kaputt. Also gut, eigentlich wollte ich eine große Rede halten, aber nun fasse ich mich kurz und zitiere meinen wunderbaren Sohn Peavy. Der Rückhalt der Familie ist das Wichtigste. Danke. So, bevor wir jetzt alle anfangen zu weinen,
Lasst uns essen. Ja. Apropos Familienzusammenhalt, haben wir eigentlich schon eine Note für unser Referat? Ja. Und? 15 Punkte? Nein, nur 10. Wegen des schwachen Mittelteils. Was? Ich habe nur 10 Punkte gekriegt? Schwacher Mittelteil, das ist doch unmöglich. Das ist unerhört. Nee, komm schon. Scherz. Wie erhofft, glatte 15 Punkte. Hab ich doch gesagt. Gott sei Dank, seid ihr alle so klug. Ja. Ja. Ich bin auch klug. Ich kann nämlich jetzt einen Porzel bauen. Nein. Na, zeigen, sofort. Halt. Hey, aber nicht im rosa Kleid. Bibi hat gelogen. Sportler tragen doch rosa. Pelchi. Warte. Komm. Alle da. Jetzt. War sehr gut. Noch nicht ganz, aber war mindestens, also 9 Punkte. Oder? Ja! Sowas von.